Hallöchen miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid zum neuen Video. Ja, was habe ich euch zu berichten? Erstens, beachtet bitte nicht dieses Chaos auf meinem Schreibtisch, weil ich habe heute Goodie Bag oder irgendwie sowas gebastelt und Flipbox und nochmal Flipbox und das ganze Zeug, was halt im Moment in Trend ist oder jeder bastelt. Je nachdem, wie er mag. Und ich habe heute natürlich auch mit jemandem ausgemacht wegen Halloween basteln. Das habe ich heute schon fertig. Das Video dazu kommt leider später. Soweit, wie ich das schon verschickt habe. Und dann kann ich das hochladen und euch zeigen. Was habe ich noch zu berichten? Beachtet bitte nicht meine Finger, meine Hand besser gesagt. Also die ist ziemlich dreckig, wie ihr sehen könnt. Das kommt ja zum Teil auch vom Basteln und Gartenarbeit. Ja, hier ist total schlimm. Aber wie gesagt, ich habe da mit allen Waschmittel, was für die Hände gut ist, gewaschen. Und ja, ist halt nicht ganz weggegangen und mich friert schon wieder. Also mir ist wieder ganz schön kalt. Bin etwas erkältet. Man kann das in diesem Video, was ich für Halloween gebastelt habe, habe ich einmal genießt und gehustet. Und jetzt wollte ich eigentlich euch mitteilen, wie gesagt, ich habe im Garten gearbeitet. Ich habe fleißig gebastelt. Ich habe ein Video noch gemacht und ich hatte letzte Woche am Freitag den, muss ich mal gucken, was war denn da? Fünf Tag, den 16. hatten wir einen Termin, also praktisch ich habe einen Termin gehabt, aber mein Mann hat mich begleitet. Und ja, da möchte ich aber nicht also in diesem Thema noch mich aufhalten oder sonstiges. Ja. Für mich selber war es nicht angenehm und dazu war ja mein Mann da, aber ich möchte nicht weiter drüber reden. Aber ich wollte euch jetzt noch ein bisschen was mitteilen. Wir waren auf dem Heimweg, waren wir in ganz vielen Geschäften und zum Schluss waren wir noch im Teddy. Der war praktisch auf dem Weg und habe ich gesagt, halt mal kurz an, ich brauche da was. Also ja, eigentlich bin ich ja nur reingegangen, um zu sehen, ob was die so Schönes haben und so. Und habe mir, ich glaube, einen Block von Teddy für 2 Euro gekauft. Wenn ich den hier habe, dann kann ich den euch zeigen. Aber Moment. Nee, der ist leider nicht hier. Also ich habe den nicht hier in der Nähe. Aber ist ja wurscht, ihr wisst ja, die gibt es auch beim Action in 30,5 mal 30,5. Ich habe leider kein Action, aber ich habe mir diesen Block die Hälfte davon beim Teddy gekauft. Und, oder? Aber ich zeige euch jetzt mal was anderes. Dann könnt ihr das nämlich auch da sehen. Weil ich habe Sachen verbastelt. Also dieses Papier kann ich euch zeigen, indem ich was gebastelt habe. Genau so. Ja, das ist ein gutes Stück. Also dieses Papier. Und dieses Papier. Und wieder dieses Papier. Ja, also diesen Block habe ich gekauft für 2 Euro. Und ja, dieses Papier selber finde ich irgendwie. Es ist zwar schön, aber wenn man den. Zeige euch mal ein Beispiel. Den praktisch so umknickt und dann mit diesem Falzbrett also glattstreift, dann ist es für mich so wie Art schon abgerissen oder ich habe keine Ahnung. Das ist total komisch. Und ja, auf jeden Fall, das habe ich den Block fast verbastelt. Also der hat zwar nur noch ein paar Blätter, aber trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt in Deutschland produziert wird oder in Niederlande. Ich habe keine Ahnung, wo Teddy herkommt.
Das sollten sie ein bisschen mit dem Papier, also kräftiger machen. Sonst wäre das zu schade für den Bastler. Aber möchte jetzt auch nicht deswegen dieses Video machen, sondern ich wollte euch jetzt einfach nur sagen, ich habe da was Kleines gekauft. Ich habe das zum Teil schon sehr alles verbastelt. Und ja, dann habe ich was gesehen und ich habe gesagt, das musst du dir kaufen. Ich habe das in der Hand gehabt und das war so schön weich. Und ich habe mir Wolle gekauft. Ja, Wolle, Wolle, Wolle. Ich wollte eigentlich mit der einfach nur basteln. Aber dass die so weich ist und so knuffig. Und ich mag dieses Kuschelige. Wo, wisst ihr, was ich meine? Man tut sich abends auf der Couch oder in Bettchen reinkuscheln und noch eine Kuscheldecke dazulegt und so. Und das ist genau diese Wolle, was total weich ist und richtig flauschig. Man kann sich reinkuscheln und ja, wie auch immer. Und ich habe so ein Knäuel gekauft. Also am 16.09. habe ich diesen Knäuel gekauft und habe es am glaub, Sonntag habe ich gesehen, ich habe nicht mehr sehr, sehr viel gehabt. Also ich habe es wirklich nur so einen kleinen Knolli gehabt und habe gesagt zu meinem Mann, komm, wir fahren. Wir müssen unbedingt noch mal zum Teddy. Und ja, ich hatte ja den Tag auch zwei gekauft, weil ich hatte auch nicht so viel Geld am Freitag. Aber ich habe es mir trotzdem gekauft. Die kostet 3 Euro und Strickgarn, Sandra 100 Gramm, ich habe keine Ahnung. Material 100% Polyester. Und ob die jetzt gut ist oder nicht gut ist, aber ich habe es mir jetzt einfach mal gekauft. Die ist Handwäsche und Nadelstärke 7 bis 8. Die habe ich mir natürlich auch gekauft. Ja, wie gesagt, ich habe diesen Knoll einfach genommen und habe einfach angefangen, auf dem Weg schon nach Hause zu stricken. Dann sind wir nochmal, haben wir kurz angehalten, weil kurz bevor wir jetzt nach Hause fahren, ist also auf dem Weg praktisch so eine Straußenfarm. Also da blende ich euch jetzt ein Foto ein. So, habt ihr bestimmt was gesehen? Ich weiß gar nicht, ob das man so erkennen kann, aber ich fand es total klasse. So große Streuse, oder wie sagt man da? Und ich war hin und weg und oh, und die richtig real zu sehen, einen vor sich und so, also die war schon mit dem Zaun und alles pipapo. Aber den ganz so nah zu sehen, das war so, ich weiß auch nicht, so richtig Bombe. Und das eine Straußenweibchen war am Brüten. Das habe ich gleich gesehen, weil das so wie Art gehechelt hat. Keine Ahnung. Entschuldigung. Muss ich schon wieder gehen. Ja, und ich habe da nochmal nachgefragt und sie hat gesagt, ja, sie ist am Brüten. Und der Straußenmann, der war noch größer als die Weiberl. Und das war so. Boah, sind die groß und so. Ja, wie gesagt, ich habe das noch nie so ganz nah gesehen. Im Zoo höchstens, aber so nah war das für mich neu. Und ja, da habe ich aber auch ein Filmchen gemacht, aber das lade ich nicht hoch, weil das ist total unscharf und ich weiß es nicht was. Gut, auf jeden Fall sind wir dann heimgefahren und ich habe weiter gestrickt und weiter gestrickt und weiter gestrickt und weiter gestrickt. Und bin mir jetzt nicht sicher, wann ich dieses Bild in Instagram reingesteckt habe, wo die liebe Dorlein mich gefragt hat, was ich stricke. Also ich würde jetzt mal sagen, es wird entweder, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, also ich habe mir gedacht, eine lange Decke mit verschiedenen Wollknollen. Also dieses hier habe ich, zeige ich euch gleich mal was. Und gestern habe ich den hier gekauft, weil es gab nicht in der Farbe. Ich wollte eigentlich alles in der Farbe machen. Also der ist
Weiß, Türkis, Rosa, nochmal Türkis und dann Weiß. Und wie gesagt, der eine Knoll war zu Ende. Das zeige ich euch jetzt einmal. Mein Mund ist schon richtig trocken. Ich habe aber leider hier auch nichts zum Trinken da. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz schnell was. Also wie gesagt, ich habe sehr viel gestrickt. Warum ich stricke, sage ich euch gleich nachhinein. Warum und ja. Also, ich zeige euch. Dieses Ding ist ein Wollknäuel. Ich habe rechts, also praktisch einmal rechts und einmal links gestrickt. Es schaut ziemlich locker aus, aber das ist die Wolle selber, die ist ein bisschen dicker. Und das hier, das ist so Bambus. Ob das ein richtiges, hundertprozentiges Bambus ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich habe einfach dieses Bambus gekauft beim Teddy für 1 Euro. Also ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt wirklich Bambus ist. Mir wäre fast lieber, wenn das richtiges Bambus wäre, aber ich habe das noch nicht gesehen, sonst hätte ich es gekauft. Ja, und hier an der Nadel, Stricknadel, ist so ein Plastikding. Ob das in Bambus gibt, ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach gekauft, weil das eine dicke Stärke war, also für die Wolle auch gedacht. Und ja, wie gesagt, am Montag habe ich dann. Der Wollknäuel war dann noch kleiner, so ungefähr. Und habe ich gesagt, oh, zu meinem Mann, können wir die Woche irgendwann nochmal zum Teddy fahren? Und er hat gesagt, ja, bestimmt. Ja, dann waren wir gestern beim Teddy und ich bin ganz, weiß ich nicht, also nicht gaga gewesen, sondern einfach nur traurig, weil es gab nicht diese Wolle. Ja, und was macht man denn da, wenn man diese Wolle nicht hat? Dann nimmt man sich eine andere Wolle. Und die ist halt jetzt so. Die ist, ja, das ist, glaube ich, eher blau, gelb und nochmal blau und weiß. Ne? Also was soll man da machen? Weil ich habe mir gedacht, ah ja, und die liebe Sabrina hat auch für mich Wolle gekauft. Ja, und die schaut natürlich wieder anders aus. Die ist, glaube ich, da füge ich euch auch ein Bild rein. Moment, muss ich jetzt gleich mal gucken. Weil sie hatte mir ein Foto geschickt. Wo ist es denn jetzt? Ich schaue gerade am Handy. Das da. Die ist nämlich so, ich zeige euch mal, so schaut die aus. Also Sabrina, freue mich schon, wenn die Wolle da ist. Dann kann ich nämlich so Muster reinstricken. Also die ist so, ach, jetzt geht es wieder aus. Fast gar nicht so weiß. Muss mal. Ja, die ist so lila oder pink oder rosa oder eben, keine Ahnung. Also so ungefähr. Und ja, und die ist auf jeden Fall auch kuschelig und total, wie sagt man da, schön. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, Sabrina, dass du mir die gekauft hast. Und ja, und dann noch dieses Teil, dieses mit grün-gelb, ich habe keine Ahnung, das kommt auch noch rein. Und am Ende tue ich dann dieses andere Wollknäuel dazu. Stricken, also dieses, was hier schon am Anfang ist, und ja, das wird eine. Ich kann euch das gerne zeigen, wenn es fertig ist, wie groß, wie lang. Und ja, ich habe hier 50 Maschen drauf gemacht, also gestrickt, und das ist recht. Also, ich finde das echt mega viel, weil, wenn man so mittendrin ist und man ist einfach müde. Vom Stricken. Ja, ich bin auch mit dem Strickzeug eingeschlafen. Das war total, ich weiß es nicht, entspannend oder ich habe keine Ahnung. Es tat mir einfach gut, das zu stricken. Und ich werde auf jeden Fall das weitermachen. Das wollte ich euch jetzt nur
Mein Gott, ich komme schon in Stottern. Nur mal schnell zeigen, mit was ich mich noch beschäftige. Und ja. So, ich glaube, das war's jetzt. Mehr wollte ich jetzt euch gar nicht berichten. Und wie gesagt, das mache ich dann noch nachhinein. Also nicht wundern, wenn mal keine Videos gibt, weil ich da jetzt mit der Wolle beschäftigt. Und ja, viele werden jetzt wahrscheinlich lachen oder sonstiges, aber ich glaube, das tut mir richtig gut, diese Strickerei, weil das muss ich jetzt noch andeuten, dass ich, ja, ich Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht den heißen Brei reden, aber ich sage einfach, ich bin halt krank, ich habe Trichotillomanie, ich reiße mir die Haare raus und das ist was, wo ich jetzt stricken möchte. Ich mache euch mal ein bisschen höher. Stricken möchte, wo ich mir dann in der Zeit nicht in die Haare gehe. Und ich muss sagen, es klappt echt gut. Also jeder, der auch diese Krankheit hat, Trichotillomanie, da gibt es bei Facebook auch ein paar Gruppen. Eine davon hat mich eingeladen und ich bin total begeistert, weil man kann sich austauschen und wenn man Kummer hat oder sonstiges, kann man sich mit den Leuten unterhalten und ich finde das echt klasse. Also vielen Dank. Yvonne, glaube ich, heißt du. Und danke, dass du mich eingeladen hast und ja, jetzt bin ich halt gut aufgehoben. Wenn was ist, kann ich mich jederzeit melden. Ich finde sowas einfach klasse. Es sollte halt. Entschuldigung. Die Leute halt, die das haben, auch offen darüber reden. Okay, viele können das nicht, aber ich bin halt so und sag halt einfach, was Sache ist. Warum soll ich mich verstecken, wenn ich diese Krankheit habe? Ja, und wie gesagt, ich habe mir diese Wolle gekauft, dass ich in der Zeit, wo ich. Ich kann euch das leider nicht beschreiben, wie das so ist, aber. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand sich lustig macht über diese Krankheit, wenn er diese Krankheit auch nicht kennt. Und ja, je nachdem, ich würde mir schon vorstellen, dass es irgendwann wieder ein Video gibt, wo es gelistet wird. Aber mich macht's. Also ich denke mal nichts mehr aus. Ich habe das schon mal durch und. Mein Gott, ich muss damit leben und ja, das war's jetzt auch. Genug geschlabbert, 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 gesprochen. Ja, wie gesagt, das wird mein Therapieplan. Ja, viele gehen in Sitzungen, aber nee, da gibt man noch Geld aus und da kaufe ich lieber einen so einen Knoll Wolle und. Dann habe ich auch meine Therapie, mein Gott. Aber wie gesagt, jeder muss es selbst wissen und jeder muss damit klarkommen, wie er das, wie heißt denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, tut mir leid, ich muss die ganze Zeit gähnen und das ist. Ja, ich habe ein paar Nächte nicht geschlafen und deswegen holt sich mein Körper meinen Schlaf auch wieder zurück. So, ihr Lieben, das war es erstmal von meinen, ja, Stricken. Ich werde auf jeden Fall das weitermachen und so machen, wie ich es denke. Also machen möchte. Ich habe jetzt noch geschaut, bei Facebook gibt es. Och Gott, gibt's tausende Gruppen mit Stricken und Häkeln und ich weiß gar nicht, nähen und alles, pipapo. Jetzt muss ich schon wieder gehen, tut mir leid. Und ich habe eine Wolle gesehen und das ist der Traum vom Stricken. Und ja, ich habe es natürlich ausgesucht und auch gekauft. Aber es ist noch nicht da, soweit. Es dann da ist und ich meine neuen Stricknadeln auch habe, weil da braucht man eine dünnere Nadel zum Stricken und ja, dann wird mein zweiter Objekt auch
gestartet. Natürlich muss ich das erstmal lernen, weil ich das nicht noch nicht kann. Und aber dann Näheres möchte ich noch nicht verraten, weil sonst brauche ich ja kein Video machen, ein neues Video für euch. Wie gesagt, dann wünsche ich euch ja weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ich habe mir noch etwas überlegt, aber da muss ich noch was basteln, also keine Wolle, sondern mit was anderem. Und da werde ich euch noch ein extra Video machen. Aber wie gesagt, habt so ein bisschen Geduld mit mir und ja, je nachdem, wie das so ausgeht, ausgeht. Ja, wie auch immer. Wie gesagt, wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und macht es gut. Ja, ich habe gehört, dass es wieder wärmer wird. Mal sehen. Aber ich fühle mich ja eh schon groggy. Mein Hals tut mir weh. Mein Rachen ist schon rot und ab und zu mal niesen und husten und ja, gähnen. Das ist total schlimm heute. Oh, ich glaube, ich war zu viel draußen. Gut. Also, wie gesagt, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.